Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Flat. Heute natürlich wieder dabei Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße wie immer Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns auch das wie immer den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Okay. Dann, Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich wie immer viel Erfolg und viel Spaß. Danke. Ja, hier moin auch von meiner Seite aus Köln zum, so hoffe ich doch, Live-Trading-Webinar hier mit FX Flat und euch natürlich. Aber ich muss jetzt hier direkt nochmal darauf zurückkommen, ne? Was du da gerade gesagt hast. Ihr wartet auf mich. Ich habe vor einer Viertelstunde habe ich mich hier angemeldet und wirklich, es war gerade echt so, dass hier nichts stand. Also da stand immer nur so dieser übliche Bildschirm. Das Webinar beginnt, sobald der Moderator oder wie auch immer anwesend ist. Ist wirklich so. Alles gut, kein Problem. Deswegen, das war gerade kein Witz. Ich habe wirklich bei euch angerufen. Ich habe gedacht, dir ist was passiert oder sonst irgendwas, weil sich hier nichts getan hat. Bis gerade. Kein Das ist Problem. natürlich Wer schon ein glaubt bisschen. dir? Wir dachten schon, du Ja. holst ja noch einen Kaffee, aber ist Nee, alles nee, noch gut. nicht mal. Deswegen, ich warte hier. Ich habe wirklich gedacht, so, hey, was ist denn heute los? Ich habe gedacht, das ist bestimmt nicht der Nelson, der das heute macht. Und weil der ist ja immer pünktlich. Aber gut, jetzt haben wir es ja. So, dann gucken wir uns mal. Ich pegel mal hier gerade am Mikro rum. Die Putzfrau war nämlich gestern da. Die verstellt immer gern so ein bisschen was. Aber ich glaube, jetzt ist besser, ne? Jetzt bin ich dann auch lauter Gefühlt hören zu hören. war es vorher besser, ehrlich gesagt, aber das müssen die Gefühlt. Teilnehmer entscheiden. Ja, müssen die Teilnehmer aber entscheiden. Ja, also ich sehe es hier am Pegel. Das müsste eigentlich sauber sein. So. Da ist nichts rot zumindest. So. Also, da wollen wir mal gucken, wie wir heute hier mit dem Markt zurechtkommen. Gestern, das war ja halt an Volatilität wirklich ein bisschen schwer zu übertreffen. Und man hat wirklich gedacht, es ist Feiertag, vor allen Dingen bei den Amis, da hat sich ja wirklich überhaupt nichts getan. Und in der Gruppe gab es dann auch noch irgendwie so ein bisschen Diskussion, warum Short und so weiter und so fort. Darauf gehe ich aber nachher noch ein bisschen ein. Man sieht ja jetzt halt auch, dass das Ganze eingeschlagen hat, oder was heißt wieder eingeschlagen, jetzt die Richtung nach unten fortgesetzt wird. Und das hatte auch schon seinen Grund, warum ich darauf so beharrt habe. So, ich sehe, wir haben hier heute auch neue Teilnehmer, unter anderem die Diana ist da, das ist ja unglaublich, die auch eine eigene Trading-Gruppe hat, übrigens bei Facebook, aber auch bei uns in der Gruppe recht aktiv ist. So, der DAX ist jetzt gerade schon so ein bisschen an so einem blöden Punkt angekommen, weil ich mache erstmal hier den Stundenchart. Gucken wir uns das ganze Ding da mal an, damit man da überhaupt mal sieht, was hier Stand der Dinge ist. Also, ich habe jetzt hier auch nicht alle Linien drin, sondern nur die, die ich jetzt erstmal für heute als wichtig erachte. Aber generell sieht man ja, was halt hier passiert ist. Wir hatten halt erstmal einen Squeeze-artigen Anstieg hier von der 988 kommen. Das war, wo letztens eben mal kurz unter die 11.000 gedippt ist und dann kam irgendwas, glaube ich, mit Draghi und dann ist das Ding hier oben durchs Dach und hat irgendwie alles überrannt und ist nur gestiegen. So, ohne Korrektur. Das ist halt, auch wenn es jetzt irgendwie ein paar Tage gedauert hat oder beziehungsweise seit ein paar Tagen an der Decke klebt, ist so ein Anstieg, sehe ich halt immer trotzdem als Squeeze, auch wenn der Squeeze muss ja nicht unbedingt ein paar Sekunden laufen, sondern Squeeze ist für meine Begriffe immer etwas, das steigt ohne Korrektur, also ohne jegliche Korrektur, wo nicht mal irgendwie halt so ein Anfang von der Kerze oder irgendwas dann halt wiedergefunden wird, sondern was einfach nur nach oben geht. Und das kommt auch meistens am Stück wieder runter. Dauert dann halt ein bisschen, aber das so ein Return to Breakout, ich nenne es immer Bob, Begin of Breakout, der ist halt eigentlich recht normal und deswegen ist das auch schon mal ein Grund, wenn man dann natürlich dann halt irgendwo einen Widerstand findet und das sehen wir gleich beim Daily auch noch. Deswegen ist das auch immer schon ein Grund mehr, warum ich sowas dann halt short handle und nicht davon ausgehe, dass es einfach nach oben weiter rennt. Und das bewahrheitet sich eben auch meistens. Im DAO haben wir ein bisschen andere Situationen, aber den lassen wir jetzt hier erstmal außen vor. Also, was sehen wir halt hier?
Also erstmal der Anstieg nach oben, dann gab es nochmal ein kleines Korrekturtief, ein neues Hoch. Als nächstes, auf diesem Level noch nichts verletzt, kein neues Hoch. Und das war, glaube ich, am Freitag. Und da habe ich auch schon gesagt, macht gar keinen Sinn, hier irgendwie nochmal festzuhalten, weil wir haben kein neues Hoch. Dann sollte die logische nächste Bewegung, die sollte halt sein, runter, unter die letzten Tiefs. So, das haben wir jetzt gemacht. Das heißt, wir sind hier in der Nacht zum oder Montagnacht, sind wir halt hier erstmal unter die tiefste auch, nee, deutlich, nee, das war am Freitag schon, genau. Und da halt entsprechend auch deutlich drunter und jetzt auch wieder kein neues Hoch und dann entsprechend wieder neues Tief, wieder kein neues Hoch, wieder neues Tief. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite jetzt erstmal den Bruch, den markttechnischen ersten Bruch da oben an der Stelle, weil wir halt die Abfolge von den steigenden Hochs und steigenden Tiefs durchbrochen haben und entsprechend haben wir jetzt erstmal zumindest mal im kleinen Timeframe H1 und H4, also vergleichsweise klein, ist da jetzt erstmal Short angesagt. Im Großen sieht es noch ein bisschen anders aus. Das muss man sich dann aber nochmal, müssen wir es gleich nochmal angucken. Das heißt, hier wäre jetzt erstmal für meine Begriffe nach Short zu suchen, was nicht heißt, dass der auch nicht hochgehen kann. Das ist keine Frage, weil noch ist nichts passiert. Hier ist auch noch nicht viel Druck drauf, wo jetzt halt irgendwie, wo man davon irgendwie von einem Abverkauf halt reden könnte, sondern das schrappelt so ein bisschen hier runter. Das heißt, da geht natürlich auch noch stressfrei alles in alle möglichen Richtungen. Wo ich aber generell halt hin will, das ist natürlich hier unten irgendwo in dem Bereich da, wo es losging. Und da habe ich halt nochmal die 12.113. Und was man halt hier halt auch da ziemlich deutlich sieht, ist, wir haben da halt im Stundenchart hier, sind da lange dran abgeprallt, immer wieder dran und nicht drüber gekommen. Hier mal irgendwie so ein kurzer Fake drüber. Und dann kam eben dieses Tragedy und dann ging es halt durchs Dach. Das heißt, das ist eigentlich der markanteste Punkt, dann jetzt auch, den es zu erreichen gilt und vor allen Dingen, den es, wenn es long weiterlaufen sollte, auch zu bestätigen gilt. Und deswegen ist alles hier oben drüber erstmal nicht so wahnsinnig interessant, auch wenn wir natürlich hier das gleiche Prinzip haben, nämlich dass wir halt hier Widerstände haben an der Stelle, durchgebrochen sind und nicht bestätigt. So, und das sind ja genau die Dinger, nach denen ich immer suche, nach Paritätsumkehrformationen. Das heißt, also was ursprünglich mal Widerstand war, wird jetzt Support und versuche die entsprechend dann auch zu erwischen und dann da halt auch long zu handeln. So, das muss auch nicht zwangsweise immer aufgehen, hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wo will man denn mit dem großen Trend jetzt hin? Und da läuft sich nämlich das Ganze oder beziehungsweise da kriegen wir halt hier tatsächlich irgendwo auch einen Widerspruch an der Stelle. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Eröffnung an, was die jetzt halt bringt und versuche dort dann halt auch möglichst schnell halt jetzt erstmal irgendwo reinzukommen. Natürlich am meisten ins Auge fällt hier gestern die 12.216, da wollte er fürs Verrecken nicht runter, beziehungsweise einmal irgendwie angetriggert, ein paar Mal drunter und dann, also jetzt hier über Nacht und dann doch nochmal hoch und jetzt doch drunter. Und das ist natürlich schon ein sehr markanter Punkt. Also ob wir den halt nochmal erreichen, das steht auf dem anderen Blatt. Ich würde halt hier eher mal versuchen, in dem Bereich, also wenn man jetzt hier mal eine Linie hinzeichnet, bei 4,5, das ist so halt hier die letzte Aufwärtsbewegung, die letzte Welle da vielleicht irgendwo mit bisschen Übertreibung da rein, also im Bereich 250, wenn er da halt hinkommen sollte, dort halt irgendwo Short zu suchen. Da wären wir nochmal knapp unter der 260. Die 260 brauche ich auch nicht unbedingt nochmal, weil dann haben wir nämlich recht schnell das Problem, dass wir hier halt irgendwo auch nochmal seitwärts stranden. Was natürlich jetzt hier aber auch passieren kann, sollte man auch nicht außer Acht lassen. Wir haben halt hier so einen blöden Peak, hier oben an der Stelle. Und es kann natürlich halt auch sein, dass hier nochmal ein paar Bullen auf den Plan kommen, die sagen, oh schön, wir wollten eigentlich nur halt hier den letzten Punkt und schieben das Ding halt nochmal hoch. Das heißt, das ist so, deswegen habe ich vorhin gesagt, wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen am kritischen Punkt im Stundenchart. Ich glaube, der, das heißt, ich glaube, ich habe es ja hier eingezeichnet, der EMA 200, der hängt halt hier auch rum. Ich mache die ja immer so eher zur Beobachtung rein, handle das nicht unbedingt, aber es könnte dann trotz allem auch nochmal halt irgendwo so ein Grund sein, warum es dann halt hier auch nochmal versucht, ein bisschen deutlicher halt hochzugehen. Das heißt also hier direkt Short reinspringen jetzt erstmal nicht. Dann eher vielleicht versuchen, sogar einen Abpraller hier an der 194 zu bekommen, weil das ja halt hier so
Das letzte Hoch ist an der Stelle und eben auch knapp unter einer runden Marke. Das kann man, glaube ich, schon mal versuchen, da irgendwo zu erwischen. Es geht ja nicht darum, halt hier jetzt den großen Trend zu reiten, weil das wird man ab hier jetzt eh nicht so ohne weiteres schaffen. Da hätte man ein bisschen früher reingemusst. Aber das wäre halt jetzt möglicherweise halt ein Ansatz. Das muss man sich jetzt gleich mal angucken, was da bei der Eröffnung dann halt überhaupt passiert. So, ich bin hier im 5-Minuten-Chart hier unterwegs. Auf der linken Seite wie immer mein Handelschart und auf der rechten Seite dann halt die große Orientierung. So, den hier mache ich mal nochmal weg. Den brauchen wir nicht wirklich. Und dann gucken wir gleich mal, wie das ganze Ding hier als erstes reagiert. Also wir haben hier oben natürlich halt auch nochmal die typischen markanten Punkte. Das heißt, wir haben halt einmal hier Kassaschluss von gestern. Der ist dann natürlich jetzt auch schon gleich wieder bei der 260. Es ist immer besser, wenn Gaps offen bleiben, wenn es halt die Richtung beibehalten soll. Ein Gap Close von unten und dann runter, das ist eigentlich eher so eine Geschichte, die man recht selten dann halt auch sieht. Deswegen würde ich da halt auch versuchen, oder beziehungsweise eigentlich passt es auch ganz gut dazu, wo ich meinte, die 250 sieht man jetzt hier halt auch, da ist auch der EMA 200 auch im M5, das passt dazu. Wir haben die Future-Öffnung hier oben und wir wären noch unter dem Gap und unter der 250. Also das wäre natürlich so ein Wunscheinstieg, den ich an der Stelle gerne hätte. Aber mal gucken, ob das halt hier tatsächlich auch so ein Wunschkonzert abläuft oder ob es nicht halt völlig irgendwie eine andere Richtung halt einnimmt. So, noch ein paar Sekunden. Dann geht's los, mal gucken. Also oft ist es ja auch so, dass halt, wenn wir am Vortag sehr, sehr schlappes Volumen hatten, und das war ja gestern auch der Fall, dass es dann am Folgetag dann ein bisschen anders halt zur Sache geht. Mal gucken, ob es hier sieht. So, die erste Bewegung ist jetzt eh nicht so wichtig. Was hatten wir? 43.000 Kontrakte. Das ist natürlich schon ziemlich wenig. Also ganz bitter ist es noch nicht. Bitter wäre so alles irgendwie unter 30, aber das ist halt trotz allem sehr, sehr wenig im Vergleich zu dem, was normalerweise da im DAX gedreht wird. Und das liegt so bei ca. 70.000 Kontrakten am Tag. Was wir hier übrigens sehen, das ist halt das Volumen vom Future unter den CFD gepackt. Und das ist übrigens eine Geschichte, die geht dann ja auch mit der Version 2.5, die ja dann auch bald kommt und geht übrigens in der Form tatsächlich nur bei FX Flat, weil man dort nämlich eben die Möglichkeit hat, im MetaTrader 5 Konto entsprechend Future und CFD in einem Konto zu handeln. Und so habe ich halt hier Zugriff dann auch auf die Future-Daten und kann die hier drunter mappen. Das gleiche gilt halt für das Orderbuch, was wir hier unten sehen. Die Markttiefe, die hier mitläuft, die ist natürlich auch aus dem Future, ne? Das heißt, also das ist halt dann auch echtes Handelsvolumen, was halt hier auftaucht. Also zumindest mal echte Orders, die man hier sieht und was man in der Form auch sonst nur beim Future sieht. So, wir haben natürlich so minimale Abweichung, weil die halt permanent neu gerechnet wird. Aber plus minus ein Punkt stimmt das halt alles ja, schon an der Stelle. So, auf jeden Fall eine nette Geschichte, die da kommt. Und mit der man, glaube ich, schon einiges mehr anfangen kann, als jetzt mit irgendwie dem reinen CFD. So, also versuche ich mich heute mal nicht selber tot zu reden hier. Weil ich habe ja oft das Talent, dass ich dann irgendwas vorher groß erkläre und dann nachher, weil ich zu viel rede, dann halt selber verpasse. Das habe ich schon ganz oft hinbekommen. So, und dann halt mal gucken. Also, ne, die einzelnen vier hatte ich ja im Auge. So, ich mache mal die PHs an. Die Vortagesfibos auch mal. Pivots. So, der S2 wäre tatsächlich an der Stelle die 194. Das wäre halt schon machbar. Wobei es da halt die Frage ist, ob es nicht geschickter ist, hier Short reinzugehen, statt da halt irgendwie unbedingt Long zu versuchen. Hier sieht man es halt auch. Und das ist jetzt halt das Nette. Wir haben halt hier erstmal eine größere Order, ob die echt ist oder nicht. Aber sie ist halt schon recht markant an der Stelle. Und schon gut möglich ist, dass der Markt da erstmal eine Runde hinläuft.
So, aber die ersten 5 Minuten lasse ich jetzt auf jeden Fall mal vergehen. Weil was natürlich jetzt hier im kleinen Timeframe halt bräuchte, das wäre natürlich, ich mache es mal ein bisschen größer, natürlich hier ein Bruch von den letzten Hochs, wobei man halt immer so ein bisschen differenzieren muss, finde ich. Alles, was irgendwie vor 9 Uhr passiert ist, ist nicht so wahnsinnig relevant, ne? Weil natürlich halt das Volumen halt wesentlich geringer ist. Und deswegen ist es da auch oft ein leichtes, dann irgendwie um 9 Uhr durch so eine Nummer einfach durchzulaufen, ohne dass es weh tut. Aber mal gucken, nichtsdestotrotz ist das jetzt hier natürlich jetzt erstmal rein von dem Aspekt, markttechnisch hier im kleinen Timeframe natürlich der erste relevante Punkt. So, und das ist auch, genau, hängen wir hier schon wieder an dem EMA. Ja, sieht man ja auch. Deswegen haben wir jetzt hier ein bisschen Reaktion, aber ob das dann hält, da steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt. So, wie gesagt, die ersten 5 Minuten wollte ich zumindest mal abwarten. Oder zumindest mal bis kurz davor. Zweihundertneunzehn, der EMA da unten ist halt schon so ein bisschen der Magnet. Ich springe jetzt mal rein, bitte nicht nachmachen. Erstmal ein bisschen großzügiger. Den Stop da mal weg. Hier unten haben wir jetzt auch den Point of Control. Hier also für heute jetzt erstmal, der natürlich noch nicht so wahnsinnig relevant ist, aber ist schon gut denkbar, dass wir halt hier jetzt erstmal einen Peak nach unten kriegen. Und wenn er die irgendwie die 5 Minuten jetzt komplett andersrum aufziehen sollte, dann würde ich die auch erstmal nochmal auflösen. Mal gucken, was der Dow parallel macht. Er will natürlich auch schon wieder hoch. Bloß nicht runter. Ich habe vor allen Dingen heute irgendwie die glorreiche Idee gehabt, hier 5 Minuten vor Webinarbeginn noch eine neue Version einzuspielen, weil ich noch auf der Suche bin nach einem kleinen Fehler, das kann man hier mal skalieren, das ist ja nicht so groß, auf einen kleinen Fehler, den ich halt irgendwie die Woche unbedingt noch in den Griff kriegen muss. Und bin mal gespannt, ob das eine gute Idee ist, ob wir jetzt hier nicht dann gleich ein bisschen merkwürdige Sachen passieren. Das kann natürlich sein, aber ich komme ja trotzdem nicht drum herum, das Ganze halt immer wieder auf dem Live-Konto zu testen, was natürlich auch schon mal eine teure Angelegenheit sein kann, aber so ist es halt. So, jetzt hier ein kleines neues Hoch. Ich würde den jetzt aber hier auch ausstoppen lassen. Also ich würde den Stop jetzt hier nicht unbedingt weiterziehen, weil wenn er da jetzt drüber geht, dann ist die Chance auch groß, dass wir direkt da oben rausrennen. Und dann würde ich eher versuchen, halt den Punkt, nämlich die 250, wie es er halt vorhin ja halt auch beschrieben hat, dann lieber die und dann halt zu handeln. Der Lutz entschuldigt sich für die Verspätung. Das ist ja süß. Das war jetzt vom Timing halt leider so ein bisschen unglücklich, glaube ich, genau in dem Moment hoch. Aber ist ja okay. Der Markt läuft uns ja nicht davon. Auch wenn da mal was daneben geht. Der ist ja noch den ganzen Tag da. So, genau. Hol den mal raus hier. Und dann versuchen wir lieber die Ecke hier oben. So, 250. Beziehungsweise jetzt. Ah, es hat tatsächlich echt genau der EMA. Und hier halt
Der Future Close. Und ein bisschen kleiner machen die Geschichte. Was man halt hier auch sieht, das ist jetzt hier, also im kleinen Timeframe über Nacht ist natürlich immer die Frage, wie relevant ist das? Aber halt auch hier entsprechend so die letzten Supports hoch und dann von unten bam und dann halt nicht wieder zurückgelaufen. Also auch das spricht so ein bisschen dafür, warum das eigentlich funktionieren kann an der Stelle. Was halt hier echt nervig ist, aber ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, das ist irgendwie gerade schon so ein blöder Punkt. Das ist halt hier echt so ein EMA im Stundenchart. Ja, so ein 200er. Das wird gerne gehandelt, fragt mich aber keiner in welche Richtung. Also, das ist so immer, schließt runter, rennt dann doch wieder drüber, schließt drüber. Und ich kann da irgendwie nicht wirklich was erkennen. Also zumindest nicht, wie man das handeln kann. Aber das glaube ich, habe ich ja schon oft erwähnt. Also wenn da jemand irgendwie eine super Strategie für hat, dann klar, dabei bleiben, machen. Ich habe sie nicht. So, im Hintergrund zeichne ich hier halt auch die Stundenkerzen. Hier mit dem X-Frame-Add-on. Wer sich da halt wundert, was sind das für Schattierungen da hinten. So, aber generell ist die Struktur hier halt jetzt erstmal noch nicht kaputt, ne? Wir haben halt hier irgendwie das Ganze so ein bisschen verletzt. Deswegen habe ich auch hier erstmal gesagt, gut, lass den mal machen. Und bestätige auch eben das, was ich am Anfang gesagt habe, dass nämlich halt hier sowas wird dann halt, ist eigentlich kein größeres Ding, dass dann halt, sobald Volumen kommt, dann sowas dann halt auch mal eben rauszunehmen. Und aber nichtsdestotrotz hätte halt hier der Impuls halt kommen können. Ich hoffe halt wirklich nur nicht, dass wir hier nochmal an die 260 laufen, sondern dass sich da vorher irgendwo dann mal so ein bisschen beruhigt und wir dann halt eher nochmal nach unten das Ganze dann halt ins Visier nehmen. Was? Am EMA V1 liegen ein paar mehr Brocken. Future liegt dort der, was? Der W1 Pivot. Ja, dann hätten wir den ja hier auch. Also, können wir mal gucken, was er mir da anzeigt. Nö, der liegt hier. Also, zumindest mal jetzt halt, weil das ist ja letzten Endes auch, ja gut, der kann ein bisschen verschoben sein. Aber das ist jetzt aber halt auch nichts, wo ich irgendwie, also ein Wochenpivot im Daytrading, weiß ich nicht. Also generell, ich bleibe halt immer ja auch dabei, bei dem, was ich handle und also beziehungsweise was ich halt auch immer als meine Strategie ja auch in Anführungszeichen verkaufe und baue da natürlich drauf, weil ich halt sehe, dass es dann wesentlich mehr vom Markt auch gesehen wird, als jetzt Pivots und so weiter. Also Pivots werden zwar gerne angelaufen, gerne gehandelt, ja. So, ich mache jetzt hier den ersten nochmal rein, weil wir jetzt erstmal schon ein bisschen Reaktion haben, werde den aber hier tatsächlich dann jetzt skalieren. So, natürlich nicht zu hoch, lass mir aber trotzdem hier so ein bisschen Luft. Gap Close wäre natürlich ganz schlecht. Dann haben wir genau das Szenario da, wo ich halt sage, ey, dann laufen wir hier tatsächlich möglicherweise da halt irgendwo in seitwärts rein und kommen schon wieder nicht vorwärts. Das wäre natürlich echt dann so ein bisschen schade, wenn er das machen würde. So, ich switch mal hier ganz kurz auf den M15. So, da sind wir jetzt genau an dem Punkt. Ne? Jetzt hat er die letzte hier auch noch abgeholt. So, und wenn er jetzt das Gap zumacht, dann machen wir hier Feierabend. So, dass wir halt einmal hier unten jetzt so ans Cluster dran, auch hier an die Unterseite von der Kerze. Ich setze sie mal an, den Kasserschluss da oben
aber mehr wäre ich kein Freund mehr davon. Also eigentlich ist das hier wegen dieser letzten Aufwärtsbewegung schon ein sauberer Punkt. Den kann er natürlich jetzt auch irgendwie nochmal 10 Punkte überlaufen. Er soll es aber halt echt nicht übertreiben an der Stelle. Beziehungsweise das kann man ja auch anders machen. Man kann natürlich auch genauso skaliert auflösen. So, falls dann halt irgendwie ein kurzer Sprung kommt, wieder runter, dass nicht gleich die ganze Position weg ist. Aber hier sollten wir im Stundenchart, sollten wir hier schon eine Reaktion bekommen und den unteren Bereich dann eben auch nochmal anlaufen. Müsste hier eigentlich schon drin sein. Aber kann natürlich ein bisschen dauern, auch klar. Wir haben jetzt hier erstmal die 15-Minuten-Kerze, wird jetzt erstmal fertig. Und die hat wirklich schon wieder hier die 260 im Visier. Das, weil die Gefahr ist, und das sieht man halt wirklich oft, dass wenn so ein Gap geschlossen wird von unten, dann hält das nicht. Also dann ist das, also natürlich gibt es keine 100%-Regel, aber so oft, wenn so ein Gap erstmal geschlossen ist, dann kommt da noch einiges nach und dann rennt der bis an irgendeinen Punkt drüber und bleibt dann da erstmal stehen und das ist halt irgendwie nicht gut zu handeln. Deswegen sage ich ja, lieber jetzt erstmal drauf bauen, dass das Gap an der Stelle offen bleibt und nicht zu. Weil wenn wir, ich würde fast garantieren, wenn wir das Gap hier schließen und dann da drüber laufen, dann kriegen wir echt eine Wiederholung von gestern und dann stehen wir da nochmal einen Tag in der Gegend rum. Oder es sei denn, die Amis kommen halt Nachmittag und dann irgendwie mal auf klügere Ideen und Entschuldigung, schicken den da halt mal in den Süden. Ja, ich weiß, bei 260 habe ich eine blaue Linie, klar. Die habe ich natürlich im Blick, davon rede ich ja die ganze Zeit. Das ist ja die 260, die war ja gestern auch schon da. Und ich habe auch gestern ja auch schon gemeint, wenn wir da drunter sind und dann könnten eigentlich auch die Lichter ausgehen, weil da erstmal nicht mehr viel kommt. Aber da war jetzt tatsächlich dann halt hier dieser schräge EMA, dann halt noch im Weg, plus irgendwie halt noch eine blaue Linie, die ich gar nicht erst beziffert habe, wenn es hier einfach viel zu viel Alarm ist, nämlich bei 212. Und da hat er jetzt prompt drauf gedreht. Und das ist irgendwie, wäre jetzt nicht so, jetzt mein Markt. Also das ist dann halt, man kann jetzt natürlich hier passieren, ja, dass das Ganze hier jetzt in die Hose geht und dann muss ich dann echt auf heute Nachmittag dann halt irgendwo warten. Weil ich die Bewegung hier sehe, geht mir schon fast die Lust. Ja, das hat auch immer so ein bisschen die Gefahr, ne? So ein EMA, auch wenn es jetzt hier nur der M5 ist, den sieht natürlich wieder jeder. Und was macht der DAX? Rennt einfach rein und rennt drüber weiter und reagiert bloß nicht mal irgendwie 3 Punkte. Und das ist genau das, was ich an den Dingern halt wirklich auch nicht leiden kann. Hat man wo ist es hier? Im Stundenchart sieht man es ja auch, ne? Ich meine, der schließt da drunter, rennt dann zurück und rennt einfach durch. Also wozu ist, wie soll man das handeln? Ich weiß es nicht. Und das sieht man halt ganz oft. Selbst ein Daily sieht man es halt in der Form. Und das heißt für mich mit anderen Worten, das spielt eigentlich keine Rolle. Auch wenn das der Schein da irgendwie manchmal ein anderer ist. Aber das ist das Einzige, was ich momentan jetzt daraus ableiten kann. Ist da und ist egal. So, okay. Also, das Gap ist noch auf. Knapp drunter sollte er ja, aber wie gesagt, drüber besser nicht. Beziehungsweise dran besser nicht. Sekunde, ich muss mal kurz hier was trinken.
Was? Um die Uhrzeit? Ach so. Was trinken um die Uhrzeit, ja. Ich habe immer hier meinen Single Malt auf dem Tisch und immer einen Kasten Kölsch. Natürlich auch morgens, wie sie es gehört. Nein, natürlich nicht. Da kommst du nicht mehr raus jetzt. Ist klar. Ja, genau. Nee, nee. Ich bin tatsächlich jemand, ich vertrage keinen Alkohol, wenn es draußen hell ist. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, womit das zusammenhängt, ist wahrscheinlich medizinisch nicht erklärbar, aber es ist wirklich so, wenn draußen hell ist, ich trinke ein Kölsch und dann ist der Tag gelaufen. Also zumindest mal irgendwie die nächsten Stunden. Das ist irgendwie, geht bei mir nicht gut. Das wäre allein schon deswegen fatal. Das ist, hätte ich keinen Spaß mehr für den Rest des Tages. So, was ist denn jetzt hier? Also, nochmal hier irgendwie 5 Minuten um. Er hat es zumindest mal halt hier registriert, dass wir da oben die letzte Aufwärtsbewegung haben, hier im Stundenchart, also hier im 5-Minuten-Chart mit den Stunden im Hintergrund sieht man es ja auch. Hier war auch einmal kurz reingestochen. Vielleicht reicht's. Aber es halt, was ich halt natürlich immer versuche, auch wenn es halt irgendwie regelmäßig dann halt auch mit der Uhrzeit und mit dem Webinar dann auch oft leider nicht aufgeht, aber ich versuche ja schon so ein bisschen die größere Bewegung halt hier mitzunehmen und nicht zu skypen. Und das kann natürlich mal richtig, mal falsch sein, aber kann halt eben hier, so war es halt schon oft in der Vergangenheit, dann dazu führen, dass es halt eben erst immer kurz nach dem Webinar dann halt aufgeht. Ich will es jetzt mal nicht hoffen, weil was jetzt hier erstmal gut ist, dass wir halt recht schnell hoch sind zur Eröffnung und unten irgendwie gar nichts ausgelotet haben. Und weil für nachhaltig long ist immer besser, wenn es zuerst mal runter geht. Nachhaltig, das ist mein Lieblingswort, nicht wenn es erstmal runter geht, ein Stück. Wobei wir natürlich jetzt auch hier schon ein bisschen tiefer gestartet sind. Das heißt, gegenüber gestern betrachtet ist es natürlich jetzt hier erstmal vergleichsweise attraktiv vom Kurs her. Aber trotzdem ist es eigentlich immer besser, wenn das erstmal ordentlich unten irgendwie Anlauf nimmt. Und weil es halt eben dann halt ganz blöd ausgedrückt halt, ja, interessanter ist, halt natürlich zu einem tieferen Kurs eben entsprechend halt einzukaufen. Klar. Was hast du ein S für ein SL? Fragt hier jemand. Ja, den sieht man doch. Da oben ist er doch. Bei 266, also über dem Kassaschluss von gestern an der Stelle. Also mit dem Gap oben bei, wo war das? 400 irgendwas, da hat es ja ganz gut geklappt. Da habe ich ja auch noch gesagt, das kann von mir aus am liebsten für alle Zeiten offen bleiben. Das hat er auch offen gelassen. Und das ist, da habe ich aber halt auch irgendwie gesehen, dass da ganz viele irgendwie auf die 450 oder wo das Gap da irgendwie war, noch geschielt haben. Und die wurden ja dann nicht erreicht. Was aber auch nicht weiter verwunderlich ist. Also das, weil halt eben Gap Close von unten ist nicht bärisch. So, heute Morgen wieder ein Frosch verschluckt. So, jetzt mal gucken, das wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir halt hier den 9:30 Uhr Impuls da halt irgendwo erwischen müssen. Weil ganz oft ist es so, dass dann halt wirklich zur ersten halben Stunde, dann kurz vorher und oder kurz danach, dann halt mal kurz ein bisschen mehr Bewegung in den Markt kommt. Und es so in der zweiten Viertelstunde echt immer so ein bisschen rumtingelt. Das ist aber, wenn man dann sowas beobachtet, also versuche ich dann halt auch immer, wenn man so eine Rhythmik dann halt irgendwo hat, und dann kann man auch immer mal gucken, ob man die nicht halt irgendwie dann auch noch weiter verfolgt. Das heißt, wenn es um 10:30 Uhr halt irgendwie den Impuls nach unten gibt, kann man halt auch genauso, finde ich, irgendwie nochmal die 10 Uhr im Auge behalten. 10:30 Uhr, 11 Uhr, 11:30 Uhr. Und weil es dann oft so, dass das dann halt echt auch getaktet ist.
So, weil hier ist ja jetzt erstmal nichts, steht erstmal nur rum, was mir nur so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Ich habe natürlich immer auf der anderen Seite, ich habe auf einem weiteren Bildschirm, halt hier den DAO immer noch im Auge. Der klemmt zwar auch, aber der hat halt leider noch irgendwie ein paar Punkte Luft nach oben, um entsprechend auch noch mal weiter runter zu ziehen. Hoffen wir, dass wir davon jetzt erstmal verschont bleiben. Aber generell jetzt halt mal, wenn man jetzt nicht unbedingt da halt mit einem überschaubaren SL da in den Markt will, generell ist natürlich so, wenn man halt hier diese Abwärtsbewegung, ich meine, Short ist ja richtig hier an der Stelle, ja. Das ist ja nicht die Frage, weil wir halt eben auch hier von der Struktur her, aber wie wohlgemerkt im Stundenchart, ja. Wir haben halt hier tieferes Tief, kein neues Hoch, tieferes Tief, hier ein Rücklauf. Und wenn er das fortsetzt und den Trend und die Chance ist ja immer höher, und dann geht es natürlich auch hier nochmal weiter runter. Heißt aber halt auch, der Stop hat nicht hier was verloren. Ja, das mache ich jetzt hier nur fürs Webinar. Wenn man das Ding halt reiten will, dann gehört natürlich der Stop hier oben drüber. Klar, über das letzte Hoch. Ne? Weil was natürlich in den kleinen Timeframes immer passieren kann, ist, dass mal kurz ein Spike dann irgendwie an so eine Stelle hier gibt, mal kurz drüber und dann schippelt es doch wieder runter. Das ist natürlich im H1, wäre das halt völlig in Ordnung. Wäre jetzt halt nur hier für die Eröffnungsstunde jetzt nicht unbedingt mein präferiertes Szenario, ne? Sondern ich will ja halt, hab ich gerade erklärt, möglichst nicht an die 260 und direkt runter. Aber der kann natürlich auch hier zurücklaufen, da wieder rumstehen und dann nochmal hoch und dann doch da dran und doch drunter. Das kann natürlich ohne Frage dann halt eben passieren. Aber nochmal, wenn man das Ding reiten will für eine längere Bewegung, dann gehört der Stop da oben drüber. Und für meine Begriffe falsch wäre hier jetzt irgendwie auf Long zu bauen, also mit irgendwie im Blick, dass wir da oben nochmal hinlaufen, nochmal über 12.300 oder gar 400. Und das war halt hier jetzt direkt. Da halt schon ein Reversal da nochmal kriegen, halte ich erstmal für falsch. Also, ich meine, möglich ist alles, aber rein von der Trendstruktur her eher nicht. Weil das wäre dann eher so, ja, ich bin der Meinung, das und ja, der macht das und das bestimmt. Wissen wir ja alle nicht, ne? Und das ist sowas, das habe ich natürlich halt auch immer im Hinterkopf, wenn ich solche Geschichten mache, dass die halt auch, weil es ja eben im Stundenchart ist, natürlich auch irgendwie ein, zweimal daneben gehen können. Aber ich bin ja da halt auch immer hartnäckig und suche mir den dann entsprechend auch später gern nochmal neu. So, jetzt bin ich mal gespannt. Aber die 260 hier tatsächlich einen höher, aber die wirklich nochmal haben will. Ja, das ist natürlich so, aber das Gap ist noch auf. So, aber am meisten gespannt bin ich jetzt hier wirklich auf die 9:30 Uhr. Und ob wir das Gap nicht vielleicht doch ganz knapp auflassen. Deswegen auch hier nochmal
die Position, beziehungsweise die Order. Weil wenn wir jetzt halt hier einen schnellen Impuls nach unten kriegen sollten, würde ich hier direkt auch nochmal reingeben. So, gib zu, hurra. So, dann werden wir sehen, was jetzt passiert. Jetzt schießt er mich nämlich höchstwahrscheinlich da oben ab. Dann wird ja hier eingezeichnet, Stock Market Close, also Kassaschluss von gestern. Also, was ich hier übrigens auch immer noch drin habe, hier gestrichelt im Hintergrund, sind einfach nur Bollinger Bänder. Habe ich mir in letzter Zeit so angewöhnt, um einfach so die Bewegungsspanne, also das Rauschen so ein bisschen genauer oder ein bisschen besser einfangen zu können. So, jetzt kommen nicht vor 9:30, sondern wenn dann danach. Also wie gesagt, jetzt runter hat wirklich Seltenheitswert, wenn er das machen sollte. Ich meine, mir ist es recht, aber das ist wirklich nicht die Regel. Das hat man, glaube ich, letztens sogar im Live-Trading ja auch gehabt, irgendwie. Da hatte ich auch gesagt, irgendwie so, wenn das Gap irgendwie und dann läuft er auch weiter oder ist er direkt auch weiter gelaufen. So, ne, was ich ja hier gerade gemacht habe, ist, ich habe jetzt halt hier die Position ja nur in Teilen erstmal aufgelöst. Das heißt, so kann man das ja auch machen. Da muss man nicht irgendwie direkt mit einem Stop-Loss und dann halt irgendwie alles eliminieren, sondern kann sich dann halt auch mal nur angucken, wie es denn da weitergeht. Ich könnte jetzt genauso gut natürlich hier irgendwie dem sagen, ja gut, ich mache den Stop ein bisschen weiter, weil mein Risiko hat sich ja eh gerade verkleinert und erlaubt ihm sogar ein neues Hoch und geht dann runter. Kann man auch machen. Also, das ist ja halt der Vorteil, dass ich damit entsprechend mit den Positionsgrößen ein bisschen spielen kann. So, was jetzt natürlich halt hier, was jetzt eine Abwärtsbewegung nochmal triggern könnte, das wäre, wenn man jetzt hier, wie wir sehen, kein neues Hoch machen und dann entsprechend unter die letzte 5-Minuten-Kerze hier drunter. Wobei das ist hier schon ein bisschen knapp. Und dann kann man sich mal angucken, die Stundenkerze sieht ja jetzt nicht anders aus als die 30-Minuten-Kerze, beziehungsweise die davor. Und dann ist es gut möglich, dass wir nochmal in einem Rutsch zurück auf Anfang dann auch laufen oder zumindest mal halt hier diesen Bereich, den wir vorhin hier überlaufen haben, dass wir den halt relativ schnell nochmal sehen. Wobei, je nachdem, mit wie viel Motivation er dann hier runterkommt, wird es dann halt im Zweifelsfall auch nicht mehr reichen. Und so versuche ich da halt immer auch das zeitlich halt so ein bisschen einzufangen. Das heißt, 30 Minuten sind um, also gucke ich mir die 30-Minuten-Kerze an. Stunde ist um, gucke ich mir die letzte Stundenkerze an. Und was man ja wirklich oft sieht, ist, wenn man zum Beispiel halt irgendwie, wenn so ein Markt gestiegen ist, ja, egal welcher, es dauert dann irgendwie eine Stunde, um dann ein paar Punkte zu machen. Und was passiert? In den ersten 5 Minuten wird die ganze Bewegung der Stunde davor dann nochmal komplett ausradiert, beziehungsweise komplett nochmal auf Anfang dann halt irgendwie getestet. Das sieht man super oft und wo man sich dann auch oft denkt, so meine Güte, jetzt habe ich die Stunde hier gewartet und jetzt braucht das Mistding 5 Minuten, um hier die ganze Bewegung nochmal zu revidieren. Und aber darauf kann man natürlich auch so ein bisschen bauen, also wenn man dann halt vor allen Dingen in der anderen Richtung unterwegs ist, sieht man recht oft. Und deswegen hier mit der 15-Minuten-Kerze, die hat jetzt hier irgendwie weniger Relevanz, weil da habe ich halt mehr den Außenstab hier im Blick, der das ja ist. Und da sind wir natürlich dann halt auch wieder gleich auf mit der 30-Minuten-Kerze. Das heißt, also wenn wir hier jetzt kein neues Hoch machen, ja, und wir nicht irgendwie da oben auf die Idee kommen, den Pivot oder irgendwas da oben noch zu nehmen, der natürlich hier auch ist, und dann halt hier runtergehen, und dann kann das halt entsprechend auch recht schnell
da unten wieder auf Anfang laufen, also Anfang von der 15-Minuten-Kerze, was ja auch entsprechend dann unsere Kassaeröffnung ist. So, jetzt setze ich den nochmal hier hin. Ja, aber wäre halt hier schon wichtig, kein neues Hoch zu machen. Also beim DAU würde ich sagen, das muss exakt halten. Beim DAX muss man ja immer ein bisschen Schweinchentoleranz mit einkalkulieren. Und aber das Prinzip trotzdem. So, weil ist jetzt ja auch noch nicht viel passiert hier in der halben Stunde. Wir haben jetzt hier halt auch den POC, also den Point of Control. Vorausgesetzt, ich habe das alles richtig eingestellt. Ja, doch klar, sonst hätte ich ja keine Orderbuchtiefe hier. Das heißt, da ist jetzt das meiste gedreht worden. Das passt dann eigentlich auch schon gut dazu, wenn wir da hinkommen. Also, das heißt natürlich nicht generell halt hier Point of Control ist irgendwie short oder long, sondern heißt ja einfach nur, läuft hier die Stelle mit dem meisten Umsatz an und ab da kann es halt dann eben auch schneller gehen. Knapp unter meinem SL, bei 268 ist das nicht auch noch ein Gap. Nee, wieso Gap? Also das Kassa Gap ist ja hier. Also das heißt, hier ist 17:30 Uhr. Der Teilnehmer meinte, das Gap, wenn du dir schaust, die Kerze daneben, neben deinem SL, da ist so ein Ach kleines Gap so. zwischen drei Kerzen. Ja. Ach so, da oben, ne? Ja, Genau. das weiß ich. Das ist Overnight-Illiquidität. Also weiß es nicht, inwiefern das jetzt hier relevant ist. Also kann ich nichts zu sagen. Vielleicht ist das ja auch eine funktionierende Strategie, die ich nicht kenne. So, also das würde passen, ne? Kein neues Hoch. Point of Control unter die Kerze drunter könnte aufgehen. So, aber trotzdem mache ich hier gleichzeitig auch noch mal, würde ich auch die Teilposition dann noch mal rausgeben. Das heißt, hier fressen wir es jetzt erstmal kurz fest. So, mal gucken, ob da jetzt was nachkommt. Nach unten, falsche Richtung, DAX. Natürlich die Stundenkerze zu scalpen, in Anführungszeichen, ist natürlich schon mal ein bisschen zeitaufwendiger. Na, mal gucken, ob das hier aufgeht. Wir werden sehen. Also ich will es halt auch einfach für den Rest des Tages jetzt mir einfach nicht wünschen. Es geht hier nicht drum um das Webinar. Ich meine, es sind ja auch, glaube ich, einige hier, die in der Gruppe verfolgen, was ich mache. Und ich glaube, so wahnsinnig dämlich ist das ja meistens nicht, was ich da tue. Trotzdem ist es natürlich immer schön, wenn es im Webinar auch aufgeht, aber generell ist halt einfach halt hier das Ding, wenn man sich das mal anguckt, meine, da kann man sich ja ausrechnen, was dann halt kommt. Ne? Wenn sollte der jetzt wirklich nach oben laufen, dann haben wir einfach keinen Spaß mehr den Rest des Tages, und weil wir einfach dann schon wieder keine klare Richtung haben. Also wenn als Beispiel hier oben nochmal irgendwie angegriffen werden sollte, und dann stehen wir da wahrscheinlich wirklich nur rum. Und weil dann halt wieder nicht klar ist, sind wir jetzt irgendwie bullisch oder bärisch unterwegs. Und lieber, besser ist es natürlich dann halt auch eben für den restlichen Verlauf vom Tag, wenn man dann halt irgendwo mal eine klare Richtung halt vorgeben können. Und die wird ja schon meistens auch morgens in den ersten ein, zwei Stunden ja dann auch entschieden. Es sei denn, man steht auf Seitwärts. Heiko, der findet es ja ganz super. Ich habe es aber lieber, da ich ja halt auch noch was anderes mache, nämlich hier
am Stereo Trader rumschrauben. Ich habe es halt lieber, wenn ich halt irgendwie was erwische, wo ich dann halt irgendwie einfach mal einen Tag durchlaufen lassen kann und dann irgendwie abends auflöse und wo ich nicht irgendwie dauernd drauf gucken muss. So wahnsinnig viel ist hier nicht passiert, ne? Am POC. Vielleicht sollten wir hier mal so ein bisschen Warteschleifenmusik öfters mal einspielen. Ja, weil, wie gesagt, das Ding ist halt, ne, ich habe halt hier mich schon so oft, wo ich dann einfach nur geredet und geredet und geredet habe und zum Schluss habe ich vergessen, das zu handeln, was ich eigentlich vorher die ganze Zeit beredet habe. Und das. Ich bin da irgendwie nicht gut drin. Reden und denken gleichzeitig fällt mir scheinbar schwer. Das können andere besser. Hätte jetzt beinahe ein paar Namen gesagt, aber ich lasse das jetzt einfach mal an der Stelle. Sonst gibt das wieder ganz sicher höchst bald eine üble Retourkutsche. Ja. Was ich ja mal machen kann, ich habe ja hier parallel noch einen anderen Chart. Ich muss es hier nur trotzdem ein bisschen vernünftig mal gerade skalieren, damit ich hier auch was sehe. So, Pivot wäre doof. Ich glaube, das ist geklärt. Den hier brauche ich dann irgendwie auch nicht mehr, wenn der jetzt nochmal hochkommen sollte. Ich lege den mal hier über das hoch. SL bleibt mal wieder mal raus. Mal da, wo er ist. Ja, das ist hier so ein bisschen Nirvana. So, dann gucke ich mir mal kurz hier jetzt den Tageschart, gucken wir uns mal an, damit wir hier ein bisschen was zu tun haben. Also, so generell ist ja meine Einschätzung, wir laufen von 410 auf 113. So, warum? Weil das halt einfach die zwei dicksten Volumenpunkte sind, die wir hier die letzten Jahre an der Stelle etabliert haben. Und der Markt, vielleicht ist hier der ein oder andere Volumentrader dabei, der wird das bestätigen, der Markt läuft einfach immer von Volumen zu Volumen und nicht von FIBO zu FIBO oder sonst irgendwas, sondern von Volumen zu Volumen. Die Händler wollen Händler treffen. So, und das sind die zwei größten Punkte, die wir hier haben. Und deswegen ist das für mich, wenn wir jetzt halt hier die Shortreise fortsetzen, wovon ich ausgehe, also auch wenn das jetzt nicht sofort ist, aber generell gehe ich davon aus, wir kommen an der 113 wieder nicht vorbei, weil das halt einfach, wie gesagt, der nächste Punkt ist, wo halt die Großabnehmer dann lauern und wo auch was gedreht werden kann. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen Strecke. Auf der anderen Seite sind es jetzt auch irgendwie, wäre das heute machbar? Das sind ja nun mal gerade irgendwie 140 Punkte. Eigentlich ist das keine große Sache. Jetzt mal rein von den Trends her mal abgesehen. Vom Trend her ist es ja so, sieht man hier ganz deutlich, wir haben hier das letzte oder das so ein Zwischentief. Laufen da entsprechend oben an die 410, mit bisschen drüber. Ja, das ist aber halt nicht wirklich wichtig. Und aber generell sieht man hier, ich mache es ein bisschen größer, damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Ich hoffe, ich mich, so, da ist es. Ne? Generell sieht man ja, nicht drüber geschlossen, genau dran gescheitert, fast genau dran gescheitert, genau, fast genau dran gescheitert. Knapp drüber, ein, zwei Punkte drüber geschlossen und dann bumm, runter. Ja, das heißt also schon sehr, sehr markanter Punkt an der Stelle. So, und das heißt dann, auch da sieht man jetzt, ohne dass man irgendwie halt ein Footprint oder irgendwas hat, da sieht man ja auch so, da ist was gedreht worden an dem Punkt, ja. Rein vom Bild her. Und bei der 113 genau das Gleiche, ja. Hier gekauft, gekauft. Und dann auch hier, wenn es mal kurz drunter war, nochmal zurück, bam, wieder hoch.
Und die ist auch oft im Verfall gehandelt worden in der Vergangenheit. Also einfach eine Marke, die schon seit Jahren da ist und wo immer wieder Volumen ist. Und deswegen ist das für mich einfach auch die logische Richtung, die wir da eigentlich haben sollten, dass wir da halt auch jetzt als nächstes nochmal hinlaufen. Weil der Markt ja hier halt auch so ein bisschen seitwärts ist an der Stelle. Ja, also das ist halt so eine potenzielle Range, die wir haben. Und es ja auch generell irgendwie keiner klasse findet, wenn er irgendwie hier oben teuer kaufen kann. So, und vom Trend her ist es halt, vom Trend her ist es einfach so, hier ein Zwischentief, dann halt dem gegenüber kein neues Hoch und hier, bam, von da ging es ja dann halt deutlich runter auf 10.300. Und das heißt, auf jeden Fall haben hier einige Verkäufer gesessen und nicht die kleinsten, die das Ding dann entsprechend auch mal 2000 Punkte nach Süden befördert haben. Die haben wir hier wieder getroffen, ja, auch wenn das halt hier, das war so ein Fake an der Stelle einfach ja nur. Das heißt, drüber, da hat der Tages, Chart beziehungsweise die Tageskerze einfach mal drüber geschlossen, aber auch sieht man hier kein neues Hoch gemacht, ja, sondern knapp drunter. Und deswegen habe ich, also jetzt, das soll natürlich nicht überheblich sein, aber deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum man das Gap da oben schließen muss. Es wäre natürlich, wenn das geschlossen worden wäre, wäre es natürlich ein Long-Signal gewesen, weil wir dann ja halt auch hier entsprechend angesetzt hätten, damit halt ja auch die sozusagen die Echtheit von diesem Ausbruch bestätigt hätten, das wäre Long gewesen. Deswegen wollte ich da oben gar nicht erst hin und habe dann auch letzte Woche geschrieben, von mir aus kann er das Ding da oben immer auflassen für alle Zeiten. Und weil das halt irgendwie für mich jetzt nicht mehr Short gewesen wäre. Aber kurze Rede, langer Sinn, wir haben kein neues Hoch. Es sind da oben gescheitert an einem wirklich sehr, sehr, sehr markant, dem markantesten Punkt eigentlich vom letzten Jahr, weil ab da ging es ja wirklich in einer, fast in einer Rutsche dann 2000 Punkte runter. Und da sind wir jetzt halt nochmal gescheitert. Und entsprechend ist jetzt halt hier, ist das halt auch nochmal ein Grund, weil wir haben hier keine neuen Hochs. Ja? Wir haben gegenüber dem immer leicht abfallende Hochs an einem sehr, sehr markanten Punkt. Und deswegen sollte das eigentlich kein großes Ding sein, hier zumindest die 113 zu erreichen. Und wenn wir die verkauft haben, dann kann es auch genauso gut sein, dass wir halt auch nochmal ganz da unten hinlaufen. Und zumindest mal auf die 11.840, die habe ich jetzt hier auch nicht eingezeichnet. Die hat der Thorsten Helbig auch. Aber da sind wir uns tatsächlich ausnahmsweise auch mal einig. Hier sieht man so ein bisschen, ne? Hat hier Support, Support, mal kurz drunter, wieder zurückgekauft. Das wäre entsprechend so dann halt auch der nächste Punkt nach der 113. Und eigentlich tut diese Bewegung überhaupt nicht weh. Und ganz im Gegenteil. Also das kann halt hier auch nochmal komplett nach oben drehen und wir können, weiß der Kuckuck, hier oben 12.900 auch nochmal anlaufen. Ist möglich. Spricht nicht viel dagegen. Also außer, aber das sind so die Punkte, die muss man sich für meine Begriffe eben im Auge behalten. Und was denn da halt passiert? Weil hier sind einfach die Big Player auf dem Plan. Und die sollte man, glaube ich, nicht vergessen. Und finde ich halt immer am allerwichtigsten, dass man sich halt guckt, wo ist was gedreht worden und nicht irgendwie dann irgendwas außerhalb dann für relevant halten. Das ist es halt einfach so gut wie nie, ja. Weil dem Markt ist das völlig Wumpe, ob da jetzt halt irgendwie eine Linie, eine Trendlinie, weiß der Geier, was verläuft, ja, wenn die nicht auf eine Stelle trifft, wo vorher schon deutlich gehandelt wurde, außer wir sehen jetzt beim ATH, da wurde ja dann noch nie gehandelt, aber halt, dann spielt es einfach keine Rolle. Und das ist meine feste Überzeugung. Und deswegen blende ich sowas auch immer gerne mal ein bisschen aus, beziehungsweise deswegen sind mir halt auch solche Spikes und so weiter halt egal. Ja, nur wenn er halt mal irgendwie einen Spike gemacht hat, ja, da hat sich jemand vertan. Dann vermutlich. So, wie sieht es denn hier aus? Also, wir haben jetzt ein bisschen Reaktion hier nach unten. Letzte Viertelstunde läuft an. Und mal gucken, ob wir das jetzt hier auch mal abgeschossen kriegen. Und ob wir die Kerze jetzt nicht mal endlich ganz auf Anfang hier ziehen. Er versucht hier den Tanz auf dem Future Close. Kann jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen reagieren. Aber selbst hier würde ich halt auch nach dem
nach dem gleichen Prinzip, kann man gucken, nee, da war ich, Verfahren, dass ich halt sage, okay, ich gehe dahin, wo gehandelt wurde, da gucke ich, das ist also einmal hier und einmal hier unten und jetzt nicht hier am Future Close, da ist zwar jetzt gestern gehandelt worden, aber halt eben auch mit weniger Volumen als jetzt gerade zur Eröffnung. Und deswegen sollte die jetzt eigentlich erstmal nichts ausrichten können, die Marke. So, was man jetzt natürlich mal machen kann, wenn wir jetzt da unten hinkommen, ich habe hier vorne, hier oben nochmal skaliert an der Stelle. Man kann dann natürlich, mein Trail ist aus, ne? Ja. Man kann natürlich auch die Position jetzt erstmal wieder rausnehmen, ne? Also die Strecke, die ich von hier oben bis hier unten da separat drin hatte, weil falls wir jetzt hier noch ein bisschen Reaktion kriegen, würde ich die dann eher nochmal eindecken. Und damit habe ich halt dann auch logischerweise einen besseren Average an der Stelle. So, aber das ist halt eben genau das, was ich vorhin meinte. Ja, wenn man die Stundenkerze halt skypt, dann muss man halt eben leider auch eine Stunde aushalten. Und darf dann nicht irgendwie um, weiß ich nicht, 9:45 Uhr oder so halt dann irgendwie eine Entscheidung treffen, sondern muss dann halt immer schon das ganze Ding entsprechend durchhalten. Deswegen sehe ich halt auch irgendwie oft, dass dann halt irgendwie ein Trend zwar gesehen wird, dann halt eben zum Beispiel im Stundenchart und dann irgendwie so mittendrin dann halt aufgelöst wird, wo ich halt immer sage, lass doch mal, guck doch erstmal zu, was das Ding hier macht. Und bevor du da jetzt halt irgendwie so im zeitlichen Nirvana dann halt irgendwie eine Entscheidung triffst, weil auch ganz oft ist es ja eben so, dass halt eine Kerze, eine Periode, also Kerze ist ja nur die visuelle Abbildung, aber es ist ja eine zeitliche Periode, in der ja irgendwas abläuft und dass das immer erst ganz zum Schluss dann auch auflöst, in welche Richtung auch immer, ja, aber ist ja halt auch nachvollziehbar, weil wenn jemand irgendwo in einer Taktung, wie jetzt zum Beispiel halt eine Stunde unterwegs ist, also oder 4 Stunden jetzt zum Beispiel ein großer Händler, der lässt sich ja logischerweise auch nicht gerne die Karte gucken, ja, kauft da linear oder verkauft da linear, so dass man schön sieht, ah, guck mal, die Stundenkerze, wie jetzt hier zum Beispiel, die steigt doch, also gehe ich doch da long, weil die steigt ja bestimmt weiter. Das alles, was wir hier sehen, ist ein Platzhalter für etwas, was noch nicht fertig ist, was noch 10 Minuten Zeit hat. Und 10 Minuten kann auch viel passieren. Und die würde ich hier auch schon mal aushalten. Außer wir erreichen jetzt wirklich halt hier das nächste Target irgendwie in einem Rutsch. Das war ja entsprechend hier die 1,94. Da würde ich dann erstmal sagen, ja gut, okay, das reicht. Ja. Aber nicht, wenn er irgendwie so hier irgendwo rumdümpelt. Halte ich dann für einen Fehler. So, hier gibt es ja noch irgendwo ein paar Fragen. Auf welchen Zeitrahmen beziehen sich die 410 und 113? Ich glaube, das habe ich ja gerade erklärt, ne? Im Tageschart. Das heißt, da sollte man ein bisschen Geduld haben, wobei ich die heute für machbar halte. Also vorausgesetzt, er macht jetzt hier keinen Blödsinn. Aber dann halte ich das schon für denkbar, dass wir heute dahin laufen. Wobei, also sage ich mal gleich noch was dazu. Es sind für die Saisonalitäten wichtig. Wird Mitte Juli short gehen? Nee, eigentlich nicht. Also ist vielleicht ein Fehler. Ich habe mich tatsächlich mit Saisonalitäten irgendwie nie großartig auseinandergesetzt, sondern immer nur mit Price Action. Genau wie mit News. Ich achte da ja auch nie drauf, was da halt irgendwie entschieden wird. Ich sage halt auch immer nur News. Und die bewegen den Kurs, aber auch nur dahin, wo er sowieso soll. Genau wie beim Verfall sehe ich tatsächlich genauso. Da wird auch immer ganz groß spekuliert, wo, was, wie, irgendwie Open Interest und so weiter. Also das, aber wenn man sich das mal genau anguckt, was so ein Markt in der Zeit macht, der macht nichts anderes als sonst eigentlich auch. Also wer das, glaube ich, aber ganz gut kann, das ist der Heiko Behrendt. Der hat das irgendwie mal ganz anders gemacht, als ich das sonst wo kenne. Ist mir aber auch viel zu kompliziert. Aber das hat wohl funktioniert.
Aber ich glaube, letztens habe ich irgendwo gelesen, hier im DAX wäre das größte Open Interest, also vom letzten Fall jetzt letzte Woche, bei 11.840 gewesen. Ja, man sieht ja, inwieweit es da halt irgendwie relevant war. Ne? Deswegen gucke ich nicht gerne auf sowas. Ich versuche es halt immer so einfach wie möglich zu halten und nicht irgendwie zu verkomplizieren. Und deswegen auch keine Indikatoren und nichts von alledem, sondern wirklich nur irgendwie, wo wurde gehandelt, wo treffen Interessen aufeinander, was kann es werden und nicht mehr und nicht weniger. Achtest du auf Vortagestief oder Vortageshoch? Ja klar, ich meine, das ergibt sich ja auch so oder so. Ich meine, ich achte ja auch auf die Value Area und das hängt ja halt eben auch oft mit zusammen. Also gerade bei gestern irgendwie, da müsste auch, kann man hier mal gucken. Das ist ein bisschen doofe Skalierung dafür, aber kriegen wir noch hin. Da ist ja hier entsprechend auch eingezeichnet. Ne? Also hier haben wir jetzt das Value Area Low 254. Ja, war dann lustigerweise auch genau da, wo ich vorhin irgendwie ausgelotet habe als Punkt. Aber das Gap hier. Egal. Aber auf jeden Fall klar. Ich meine, da stehen wir jetzt ja auch, sieht man, ne, am Vortagestief. Und klar, das ist schon relevant, ne, weil es ja eben auch oft ein Trigger ist, wenn es da halt dann mal drunter drückt und dann kriegt es ja auch ganz oft dann auch mal Tempo dann halt in die Richtung. Und beziehungsweise wird, wenn es dann jetzt halt mal unterboten ist, ja, also mal als Beispiel, wenn wir jetzt halt hier wirklich drunter rennen sollten, deutlich, ja, dann ist es halt eben auch irgendwo zumindest dann halt mal im Stundenchart oder im 4-Stunden-Chart bestätigt und dann ist sowas natürlich dann auch von unten, falls wir da nochmal hinkommen sollten, auch viel leichter handelbar. Ne? Also das hier hätte mir jetzt auch nicht gereicht, deswegen habe ich die auch nicht wirklich im Visier gehabt vorhin, die 240, sondern war ja eher bei der 250, weil es halt einfach noch ein bisschen zu eng ist. Ja? Und wir halt hier, und das ist sowas, wo ich halt dann wirklich darauf achte, ist immer, mit welchem Volumen ist etwas passiert. Und was wir hier halt haben, Overnight, das ist halt Pipi-Volumen, was da gelaufen ist. Und wenn wir jetzt aber am Kassa darunter sind, wo wir halt ja das meiste Volumen über den Tag hin drehen, da halt dann mal deutlich drunter schließen, da weiß ich dann aber auch, okay, da waren dann halt ja auch ein paar Händler unterwegs, die ein bisschen größeres Budget haben und die haben den Punkt hier rausverkauft. Und das ist natürlich was ganz anderes. So, klar, achte ich drauf, aber immer in Verbindung mit Volumen. Haben wir noch irgendwas? Weil jetzt gerade wieder Stop an der 237, ja. Aber eben halt auch hier irgendwo, ne, mit einer nicht fertigen Stundenkerze. Beziehungsweise in einer nicht fertigen Periode. Meine, also, das Ding ist ja, man kann sich ja eine Linie hinmalen, wo man will. Oder halt, auch irgendwie jetzt auch solche Punkte wie Vortagestief, Vortageshoch, es ist ja völlig egal, ja. Man wird immer irgendeinen Grund finden oder irgendwo sehen, oh, da hat er jetzt dran reagiert. Das hat ja aber keine Relevanz. Relevanz hat es ja immer erst dann, wenn man etwas halt reproduzieren kann, immer und immer wieder, ja. Und aber jetzt halt irgendwie, es hat jetzt für mich keine Relevanz. Ich meine, wir sind unter dem Vortagestief gestartet, sind drüber gelaufen und ja, jetzt, was sollte das jetzt irgendwie für eine Relevanz haben, wenn wir da jetzt nochmal hinlaufen und dann nochmal hoch? Wie handle ich das in Zukunft? Und das ist ja auch genauso mit Chartlinien. Kann ja mal selber den Versuch machen, einfach mal querbeet irgendwelche Linien in den Chart einzeichnen und dann eine Woche später mal drauf gucken, da wird man sehen, die haben alle funktioniert. Das ist halt wirklich, das ist total irre, ja. Aber das ist so. Und dann, das ist aber Zufall. Das heißt, man sieht da auch genauso, okay, der Kurs hat das irgendwie wahrgenommen. Nein, hat er nicht. Das ist schlicht und ergreifend Zufall. Und deswegen, das ist auch mit dem Grund, warum ich halt so wenig wie möglich hier irgendwie anzeige. Also nur das, womit ich dann eben auch was anfangen kann. Wie jetzt zum Beispiel halt hier mit dem Kassa-Gap, mit dem Schlusskurs an der Stelle. Weil ich halt weiß, wenn der da hingeht,
dann ist es meistens doof für Short. Und ich bin auch immer noch nicht überzeugt davon, dass wir hier runterlaufen. Ich hoffe es natürlich. Aber das ist halt nicht gut, dass diese 260 dann nochmal an der Stelle. Und alles andere, ich meine, hier Eröffnung, das ist halt klar, ne? Ich meine, das ist halt ein Kassachart, die Tageskerze. Und so ein einfacher Ansatz ist ja der, oder beziehungsweise was man immer sieht, egal in welchem Timeframe, dass sich die Farbe der Kerze nicht freiwillig ändert. Und das sind so kleine, simple, doofe Sachen, ja, mit denen man was anfangen kann. Und folglich ist es natürlich so, dass halt auch jetzt die Kassamarke, ja, natürlich relevant ist, weil wir dort ändern wir ganz dämlich ausgedrückt die Farbe der Kassa-Tageskerze. So, jetzt muss die da nicht punktgenau reagieren. Aber es ist halt eben, wäre auch zum Beispiel selten, wenn wir jetzt halt von hier da drunter laufen und dann nicht wieder zurück. Das wird meistens, wird es dann in irgendeiner Form verteidigt. Und da wäre es halt zum Beispiel dann auch so eine Bewegung, wenn wir runterkommen sollten, auf die 1 und 4, dass wir von da auch nochmal zurücklaufen dahin. Und wenn man das halt mal rein auf die Tageskerze beschränkt im Kassa, dann sehen wir einfach nur, oh, hat die Farbe nach, ist jetzt rot geworden? Nee, ist jetzt doch wieder grün. Und das sieht man tatsächlich in jedem Timeframe, vielleicht nicht im Minutenchart, ja, aber irgendwie selbst ab 5 Minuten kann man das beobachten, dass die Farbe einfach nicht ohne weiteres dreht. Und deswegen ist zum Beispiel dann so ein Punkt dann halt für mich auch dann relevant und deswegen ist der auch eingezeichnet. Und Vortagestief, wie gesagt, wäre dann eher ein Trigger. Wie lässt sich Future Close und Stock Market Close im Stereo Trader anzeigen? Ganz einfach. Da geht man hier unten. Gibt so ein Panel, das heißt Chart. Das sieht in der 2.0 ein bisschen anders aus, aber das Prinzip ist das gleiche und dort gibt es eine Schaltfläche, die heißt Symbollinien, Symbol Lines. Muss man einfach nur einschalten. Und dann kriegt man die angezeigt. So, die Stunde ist um. Mal gucken, was wir jetzt damit anfangen. Also, hier einmal reingestochen, 260, aber gleichzeitig eben auch entsprechend nur in diese Aufwärtsbewegung jetzt erstmal reingestochen. Heißt jetzt hier von der gesamten Bewegung, was ich da auf dem Schirm habe, das passt schon alles, weil wir haben vor allen Dingen jetzt erstmal, Entschuldigung, der Frosch lässt grüßen. Wir haben vor allen Dingen jetzt hier nicht drüber geschlossen, wir haben auch nicht über diese Abwärtsbewegung geschlossen, das heißt nicht hier oben drüber geschlossen, auch nicht über der 260, die hat gestern so gerne gehandelt wurde und was für mich eigentlich fast wichtiger ist, wir haben nicht innerhalb der Aufwärtsbewegung hier von heute nach geschlossen, die dann halt hier irgendwo anfängt, sondern drunter. Ne? So, also hier war ja halt die größte Aufwärtsbewegung und wir haben drunter geschlossen. Das ist soweit jetzt erstmal okay, um da auch dran festzuhalten. Und wir sollten auch dann nach wie vor immer noch hier unten den Bereich sehen. Da sind wir dann leider Gottes wieder bei dem EMA 200. Aber das Cluster hier, dem sollten wir schon nochmal eine Runde Hallo sagen. Und das Einzige ist halt, was man natürlich nicht abschätzen kann, jetzt hier anhand vom Stundenchart, ist, kriegen wir nochmal einen Spike da hoch, ja, den könnte man dann irgendwo vielleicht im 5-Minuten-Chart irgendwo entlarven oder fallen wir jetzt direkt hier runter. Das weiß ich natürlich nicht. Und so ein Spike da hoch, der könnte natürlich auch bedeuten, dass wir hier ein neues Hoch machen, aber trotzdem hier oben dann irgendwo wieder scheitern und dann eine lange Kerze nach unten machen. So, weiß ich halt nicht. Kann ich an dem Stundenchart jetzt so nicht ableiten. Ich sage nur, das da unten sehen wir nochmal und höchstwahrscheinlich auch vor 12 Uhr. Und vielleicht ja auch wesentlich schneller. Aber da bin ich mir ziemlich sicher. Und nochmal, also auch, weil ich kriege den Trade, wie es jetzt ja aussieht, hier leider nicht zu, innerhalb von unserer Live-Stunde hier. Also nochmal,
Wenn man an Short glaubt und glaubt, es geht darunter auf die 113, so wie ich das vorhin erklärt habe, und tiefer, dann sollte man nicht auf die Idee kommen, mit irgendwie 10 Punkten Stop oder irgendwas zu arbeiten, sondern lieber die Position ein bisschen kleiner und den Stop hier drüber, über die 200, was ist das? 87, 85, ja, ne? Über die 285, da muss der Stop hin. Und weil erst ab da wird es im Stundenchart dann halt irgendwo eng. Und auch im 4-Stunden-Chart wird es ab da eng für Short und alles unten drunter. Das kann halt ein bisschen Gefische sein und ein bisschen Rauschen und nicht mehr, nicht weniger. Aber da gehört er hin. Und dann kann man sich angucken, ob das da unten entsprechend auch nochmal rausballert. Sorry. Meine Güte, was habe ich denn gemacht? Ich bin ja hier nur am Räuspern. Also das heißt für mich, ich werde die Position jetzt auch drin lassen, werde die jetzt hier nicht zumachen. Auch wenn mir nach wie vor diese Geschichte hier mit dem, ich habe es glaube ich schon irgendwie oft genug gesagt, mit dem Gap hier nicht gefällt, werde dann eher versuchen hier nochmal zu skalieren. Deswegen ja auch vorhin, wie man ja gesehen hat, ne, ich habe ja den Nachkäufer hier an der Stelle auch nochmal aufgelöst, hier mit einem Plus von 20 Punkten etwa. Und so kann man das natürlich auch weitermachen. Das heißt also, genauso gut könnte ich jetzt hier nochmal eine Short-Position aufgeben, sobald wir hier reingeben, sobald wir hier nochmal ein bisschen Reaktion haben, die einfach auch nochmal da unten auflösen. Und so verbessere ich ja meine Position, ohne dass ich hier gnadenlos verbillige. Und gnadenlos verbilligen wäre dann eher gewesen, so ich lasse drin und muss auf Biegen und Brechen da unten hin. Mache ich ja hier nicht, ne? Sondern ich habe die einmal mit einem kleinen Minus rausgeworfen, den Nachkäufer, und einmal mit einem größeren Plus. Und deswegen verschiebt sich dann auch der tatsächliche Break-Even dann auch zu meinen Gunsten von der Position. Und was man aber nicht machen sollte, glaube ich, muss jeder selber wissen, ne? Aber der Stop, ich meine, der gehört da oben hin, wenn man das reiten will. Aber was man nicht machen sollte, ist dann halt hier irgendwie so, ne? Ich will hier unbedingt und egal, was kostet die Welt, ne? Und dann alles drin lassen bis da unten hin. Das ist, glaube ich, dann eher die schlechtere Idee. Und das hat auch irgendwie mit Skalieren nicht viel zu tun, sondern das ist einfach nur stupides Verbilligen. Okay, gut, machen wir an der Stelle mal den Deckel, glaube ich, drauf. Fragen sind auch, glaube ich, keine mehr so weit. Der Mario fragt noch irgendwie, wie ich auf die Marken komme. So im Groben habe ich das ja schon ganz oft in ganz vielen Webinaren erklärt, anhand von Clustern, die ich mir suche. Und da vielleicht wirklich mal das ein oder andere Webinar mal irgendwie anschauen. Und dort ist das, zumindest mal das Prinzip ist halt erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und die Genauigkeit, die kommt halt aus einer Beobachtung von Algorithmen und die ist auch teilweise automatisiert. Also die Genauigkeit selber, beziehungsweise die Relevanz von Punkten, die suche ich mir manuell raus, aber halt die Genauigkeit, die ist errechnet mit einem Automaten. Gut. Okay. Also, dann sage ich an der Stelle mal, hoffen wir, dass das Ding hier noch aufgeht. Wie gesagt, kann halt ein bisschen dauern, ne? Wir sind halt nur mal im Stunden- oder auch 4-Stunden-Chart unterwegs. Schön, wenn es sofort aufgeht, muss es aber nicht. Und das ist soweit okay. Der Heiko würde wahrscheinlich hier die Krise kriegen. Und weil er hält nicht mal eine 15-Minuten-Kerze in der Regel aus, also Heiko Behrendt. Und der Thorsten Helbig zum Beispiel, der ist da halt wiederum das genaue Gegenteil. Der macht eine Position auf und setzt sich in den Flieger und fliegt nach Afrika, ja. Und ne, Nelson. Und der Nelson weiß, wovon ich rede. Und macht da halt irgendwie so die Monster-Swings und lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Also ich glaube, irgendwo dazwischen kann man sich auch irgendwie einsortieren und muss nicht unbedingt die Nerven verlieren, nur weil es halt irgendwie mal gerade nicht sofort aufgeht. Und das ist ja das, was ich versuche, halt irgendwie morgens möglichst was anfangen und dann halt eben zum Tagesende hin am liebsten auflösen. Aber das muss natürlich jeder selber wissen, ist ganz klar. Okay, gut, dann sage ich danke an der Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Und es ist ja schön warm heute draußen wieder. Soll ja noch ein bisschen lustiger werden als gestern. Ich klebe auch schon hier am Stuhl fest. Und
Passt auf euch auf, kriegt keinen Hitzschlag. Regt euch nicht auf über den Markt, vor allen Dingen bei der Hitze ist, glaube ich, extrem ungesund, wenn man es bei den Temperaturen macht. Und wir sehen uns, Nelson, weißt du wann? Wieder? Ich habe es gerade nicht auf dem Nächste Schirm. Woche Freitag, ein bisschen Pause hast du jetzt. Ja, genau, stimmt, das ist ja wieder NFPs, ne? Genau. Dann sehen wir uns nächste Woche Freitag, freue ich mich auf die NFPs. Da ist ja zumindest mal bis dahin ist ja Gold gut aufgegangen, also was ich in den letzten NFPs besprochen habe, aber egal, das machen wir alles nächsten Freitag. Also, ich wünsche euch was, schön, dass ihr da wart. Und danke an Nelson, der das letzte Wort hat und wer höflich ist, bleibt auch noch kurz dabei und hört sich noch das Schlusswort von dem Nelson an. Danke, Nelson, und danke auch an Ja. dein Team. Ne? Vielen Dank, Dirk, auch für das Webinar. Wir drücken natürlich die Daumen und wünschen viel Erfolg noch für den laufenden Trade. Und danke an die Teilnehmer für ja, live dabei sein. Ich wünsche natürlich auch noch einen schönen Tag, noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auch für die Positionen auf. Wie gesagt, nächste Woche Freitag dann wieder mit Dirk, NFP um 14:15. Und ja, bis dahin alles Gute und Aufzeichnung kommt natürlich so schnell wie möglich online. Bis dann, Dankeschön. Yeah.